So, da oben repariert ist okay. Wie schaut es eigentlich aus mit Roboports, damit ich vielleicht noch ein bisschen bessere Abdeckung habe, bevor ich jetzt draußen wieder rumturne? Wo waren die Roboports? Da. Bauen wir zwei Roboports. Ich glaube, gerade im Südwesten haben wir noch gar nichts. Ja, wird aber auch schwer, da einen richtigen Platz dafür zu finden. Also da wahrscheinlich auf der Insel, damit hier dann die Sachen auch repariert werden können, weil da ist schon gut Schaden eingekommen, sehe ich gerade. So, sonst noch. Türme haben wir schon unten. Das heißt, ich müsste keine wirklich mitnehmen. Mauern ebenso. Ich hole die Muni gleich ab, also die Flammenwerfer-Muni. Und ein bisschen Gatling-Munition. Also für die Türme und für mich. Das sollte dann eigentlich auch schon hinhauen. Ja, das geht mir eben gar nicht. Ich müsste da aufschütten, dafür brauche ich Stein. Okay, das mache ich auch noch kurz vorher. Angriff unten rechts. Hält soweit alles. Da sind Steinkisten mit 500 noch was Stein. Obwohl, gib mir erstmal da draus. 1600 Stein. Ja, hier, mach mal Lindfield draus. Komplett. Okay. Und dann schütte ich jetzt hier genau die Stelle auf, wo das Ding hin muss. Wobei, vorher mache ich erstmal hier das ordentlich, wo ich gerade so viel Lernfüll habe. Da oder noch ein weiter runter. So, wenn alles hier auf einer Höhe ist. So, genau darüber. Angriff überall und viele Dinge schießen. Aber nichts wirklich Schlimmes geht kaputt. Das ist okay. Weil dann kann ich hier nämlich jetzt noch mehr davon bauen. Kann ich hier eine richtig schön größere Anlage bauen. Ja, mach das mal alles zu hier. So. Hilft mir jetzt aber nicht beim Roboport richtig. Der ist dann auch im Weg. Gut, dann mache ich lieber ein Zickzack-Dingens. Also da habe ich hier einen Roboport, baue dann hier noch einen Roboport hin und da irgendwo einen. Oder ich verbinde es einfach oben rum. Das geht natürlich auch. Also ich ignoriere die Verbindung hier zwischen und mach einfach ein Roboport dahin. Und dann einen da unten auf die Insel. Dann ist der auch im Netz drin. Und es passt soweit. Ist jetzt nicht hundertprozentig ausgerichtet alles, aber hey, fürs Erste ist es okay. Wenn ich das jetzt alles ordentlich machen will, dann habe ich auch später keinen stundenlangen Spaß beim Umbauen. Das wäre richtig langweilig und kein bisschen nervig. So, da. Müssen die beiden noch mit Strom versorgen. Und dann kann ich guten Gewissens unten die Basen angreifen. So, der andere da unten wird verbunden über die da, würde ich sagen. Weil das ist Kuddelmuddel, da weiß ich nicht, wo was richtig ist. Hier. Flop, flop, flop. Geht das einigermaßen irgendwo auf? Nö. Aber ich will das hier nicht aufschütten. Da müsste es richtig sein, richtig? Ne, ein weiter unten. Da wäre es richtig. Das heißt, ich mache jetzt dich und dich dann noch einen unten. Also der ist richtig, der ist falsch. Und es ist immer noch nicht verbunden. Schmarrn, egal. Das mache ich später. Ich muss jetzt den Tag ausnutzen und die Munition holen und runterlaufen. Sonst wird das wieder alles nichts und es ist dunkel. Und es wird. Sobald ich Enemy Origins durch habe, werde ich. Was fehlt mir eigentlich immer am meisten? Sauerstoff. Werde ich Sauerstoffverbrauch erforschen, damit ich nicht alle 5 Sekunden dahin laufen muss. Das ist echt ein wenig lästig. Also ja, es sind irgendwie alle 15, 20 Minuten, aber trotzdem. Es fühlt sich halt so an. Gefühlte Wirklichkeit und so. Wo ist meine Muni? Da ist meine Muni. Jedenfalls die eine. Andere ist hier. Und das soll schon reichen. Ja, ganz viele Sachen müssen repariert werden. Das ist richtig. Und ich habe nur kurz überprüft, ob die Repair Packs brauchen oder ob sie
Ersatzteile brauchen. Also neue Fabriken, neue Türme und so weiter, um die neu zu setzen. Das heißt, ich sollte auch, wenn ich gleich wieder zu Hause bin... So. Das machen. Wo ist meine Basis? Da ist meine Basis. Die wird versetzt. So. Brauche auch nochmal ein paar Mauern. Dann baue ich erstmal so ein bisschen vorgeschoben. Wo ist die feindliche Basis? Da. Okay, dann baue ich hier mal so einen Vorposten. So, sollte hoffentlich reichen. Klaue ich mir hier die Türme raus, werde aber wahrscheinlich die Munition nicht, genau, Munition nicht mitnehmen können. Mist. Das heißt, ich stelle die Türme hier auf und stopfe die komplett voll mit Muni. Oder ich setze einfach eine Kiste hin, schmeiß kurz das Zeug da rein, hol es mir später ab. Das wäre ein wenig einfacher, oder? Ja, ich denke auch. So, das mitnehmen. Ein paar Mauerstücke noch für wann auch immer. Türme platzieren. Ruhig ein bisschen überlagern, damit mehr auf einmal schießen können. Das sind ganz schön viele. So. Und natürlich wird es dunkel. Ein extra los, dass es hell ist und dann... Man sollte eigentlich immer morgens losgehen, bevor es hell wird, damit man dann ankommt, wenn es gerade hell wird und genug Zeit hat, um die Basis auch nicht zu zerstören. Sei es drum. Kann ich hier irgendwie schnell Strom erschaffen für eine Lampe? Lampe kann ich erstmal festtackern. So, dich kann ich mal enttackern. Dafür dich nach da schieben, dich da festmachen. Der Rest ist okay. Wow, hallo, guten Morgen. Kommt die Königin auch? Nee, es war nur eine ganz normale Angriffswelle. Kannst du mal Angriffswelle, my ass. Geh weg. Da ist die Königin. Okay. Oh oh. Gut. Okay, was töten wir zuerst? Wir sollten eins spawnen und zerstören, sonst sind das immer viel zu viele. Oh, ich habe keine Rüstung mehr. Ja, da. Garstige Trillisken. So, Rüstung ist da. Aber ich habe es wieder verbockt, richtig? Ja, ich habe es verbockt, weil ich nicht gemerkt habe, dass die Rüstung kaputt gegangen ist. Und dadurch habe ich zu viel Schaden genommen. Und wenn ich jetzt darauf warte, dass es sich regeneriert, was ich gerade tue, taucht die Königin wieder auf und wir haben eventuell keine Muni mehr. Du popp das mal da rein. Schaut der Rest aus? Ach doch, das geht. Ja, das geht. Okay. Also warten bis das da wieder voll ist. Dann reinstürmen, eine Welle an Spawns, die gerade da sind, hier in die Basis reinlocken. Hoffentlich mit Königin. Und dann mit dem Flammenwerfer einen Spawner zerstören, damit wir nicht ganz so viel auf einmal haben. Okay, das sollte reichen. So, geh. Lauf. Gibt auf jeden Fall schön viel DNA. So, Königin war nicht dabei. Boah, ist das viel Krams. Also ist keine Königin da. Ja gut. Geh. Ich denke, das schaffe ich einfach nicht. Ich müsste direkt... Also dann bräuchte ich sehr wahrscheinlich mehr Gatling-Munition oder bessere Gatling-Munition. Warte mal, der Spawner ist da jetzt einigermaßen abgeschieden. Mit dem Raketenwerfer können es klappen. Dann kann ich nämlich einfach hinlaufen, einmal schießen, weglaufen, hinlaufen, einmal schießen, weglaufen. Boah, sind das viele? Okay, weg. Wird ein längerfristiges Unterfangen hier. Mach kaputt.
gut. Also, definitiv längerfristig unterfangen. Ich konnte ein bisschen DNA farmen, das ist okay. Aber jetzt muss ich nach oben und... Und warte mal, ich lasse die Flammenmunition einfach hier unten. Weil wenn ich Basen töte, dann hier. Da schmeißt das mal alles rein. Dann ist mir oben nicht im Inventar und im Weg. So. Jetzt nach oben Gatling-Munition holen. Und Raketenmunition. Und noch mehr Türme. Und zwar die da, 5 Stück. Und noch mehr Mauern. Und dann baue ich einfach daneben noch eine Basis, damit ich mich so ein bisschen besser ranschlängeln kann. So, die ganzen Repair-Packs habe ich dabei. Ja. Die müsste ich einfach nur in irgendeine gelbe Kiste schmeißen. So, die Flakes und alles stauen sich, das ist gut. Okay, hier. Wo sind meine Munikisten gewesen? Die habe ich, glaube ich, schon aufgelutscht nach und nach, oder? Ja, das hier waren die Munikisten. Und du, aber du hast nicht viel. Das heißt, ich nomm einfach das hier weg, was so rumliegt. Das ist voll wenig. Da ist noch welche. Schön, dass es angezeigt wird. So dermaßen viel Munition als extra Icon auf der Kiste. So, das kommt mit, das kommt mit. Das sieht schon mal besser aus. Nicht so wirklich viel besser, aber ein Anfang. Sniper-Munition ist jetzt für die Cuts, die ich gerade einsammle. Die schmeiße ich gleich nach oben. In die Kiste da. So, ich hätte jetzt in die Kiste schmeißen sollen. Egal. So, du Eisen. Stellst du überhaupt noch her? Ja, tust du. Hast noch genug Eisendinger da. So. So, braucht trotzdem mehr. Mehr. Ich könnte einfach hier raus welche klauen. Die brauchen ja eigentlich nur so 100 Schuss jeweils. Und die füllen sich automatisch nach. Ja, das ist eine gute Idee. Der Armee Munition klauen ist immer eine gute Idee. Du. So. Okay. Raketen habe ich keine mehr. Auch wenn ich mit dem Gedanken spiele, jetzt wieder welche herstellen zu lassen. Das wäre die Fabrik hier gewesen. Damit bräuchten wir jetzt nur Sprengstoff, richtig? Okay, gehen wir nach unten, hol Sprengstoff, dann warte ich, bis es dunkel wird und eine Weile dunkel war und gehe dann wieder runter, damit ich im Hellen arbeiten kann. Sprengstoff hat da. So, einmal eine Ladung Sprengstoff. Hier. Brauchst auch noch ein paar Eisenplatten, sehe ich gerade. Und noch ein paar grüne Chips. Sollte jetzt reichen. Jetzt hapert es nur an dem Wasserstoff. Okay, also genug Gatling-Munition, ein paar Raketenmunition. Hoffentlich kriegen wir damit einen Spawner wenigstens vernichtet. Türme habe ich gebaut. Ja, Mauern fehlen jetzt noch. Ich irgendwo hier Mauern. So, erstmal habe ich hier noch mehr Munition. Das ist gut. Kommt mit. Puls brauche ich auch. Blaue Ärmchen brauche ich auch. Lampen kann ich auch hier mal einsortieren bei mir. Dafür kann das mal raus. Coole Eisenplatten. Hör auf, mich rumzuschieben. So. Ne? Also ja, das hier alles müsste theoretisch auch noch auf ein Fließband gelegt werden. Da. Ja, und eigentlich da. Ah, was soll's. Du. So. Gut. Eisenstau noch ein Löcher. So soll's sein. Also es ist auf jeden Fall dunkel genug. Das heißt, ich kann demnächst loslaufen. Kommt schon irgendwo noch Mauern. Geht dann halt zu der Mauerfabrik. Die Mauerfabrik war nur ganz hinten am anderen Ende der Welt. Da nehme ich. Und hat kein
Treibstoff gehabt. Hattest du überhaupt mal welchen? Ja. Gut. Mau, 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 mau. So, und wieder runter. Stimmt, ich habe vergessen, die Repair Packs in die Kiste zu schmeißen. Setz einfach. Wo ist hier eine Kiste? Da ist eine Kiste. Da, Repair Packs, Repair Packs, Repair Packs. Have fun. Und bauen noch so ein Ding. Gut. Läuft besser, als ich dachte mit dem Zeug. Dafür haben wir gerade mal 10% von der Leistung von den Boilern. Das, ja. Also ich werde noch sehr, sehr viel davon bauen müssen. Aber dafür haben wir die Expansion Richtung Ost und West. Um das hier alles abzukapseln. Wobei, da sie ja schwimmen können, ist es gar nicht so gute Idee, sich mit einem See abzukapseln. Aber das spreche ich später nochmal an. So. Türme. Kleinen Ticken näher. Hier so.